Bin runtergesprungen. Nee, da zu dem Ding da unten. Du hast nicht gesagt, wohin. Du hast gesagt, Zehner, wenn du runterspringst. Tobi? Ja, Tobi, ich krieg einen Zehner von dir. Ich krieg einen Zehner von dir. Du musst dich genauer ausdrücken. Ja, leicht verdientes Geld, okay. Tobi. Spende ich dir im Stream nachher, bleibt dir noch ein Fünfer. Passt doch, oder? Sehr, geil. Ja, ja. Sehr gut. Der Fiskus bedankt sich. Ja. Weiter so. Aber bevor wir da jetzt reingehen, ich habe meine Waffe ist halt am Arsch, ne? Ich hätte die gerne mal repariert. Das ist halt scheiße. Au, Alter! Tobi! Alter! Gut. I used to be an adventurer like you. But then I get an arrow in the knee. In the fress? Ja gut, das, Also die freuen sich auf jeden Fall da unten. Mist, ich wünschte, ich hätte... Ich wünschte, ich hätte mehr Pfeile. Aber kann ich nicht von hier aus... Gib ihm 10 Bits, du hast nicht gesagt 10er wovon. Wow. Wie kann man nur eine faire Wette so untergraben? Oh, geht. Aber ich fürchte... Okay, irgendwas greift doch hier noch an, was Großes. Ja, ich greif gerade an. Aber ich schaff da nichts. Denken ist schwierig, dankeschön. Vielen Dank, Denken ist schwierig. Liebe den Namen immer noch. Wo er recht hat. Ja. Okay, ironischerweise, ich komme mit dem fetten Zauberstab, komme ich hin. Aber der macht halt zu wenig Damage. Ah, shit. Jemand ist doch ziemlich aggressiv da unten, ich höre das doch. Ja, okay. Müssen wir vorne mal zurück? Wir kommen halt hier nicht mehr hin, hier ist nirgendwo ein Spawnpoint, ne? Ja, also das denke ich eben auch. Oh. Ich meine, ich kann doch erstmal mit der Zweierwaffe weiterkämpfen, das ist jetzt nicht das Problem. Okay, warte, wenn wir uns da oben hinschicken, ich will aber eigentlich zu der... Ich will eigentlich zur Quest mit dem Dingens, ne? Sag mal, was ist denn mit... Ich kann nicht reinzoomen in der Map. Achso, ich war schon reingezoomt. Deswegen kann ich nicht reinzoomen, verstehe. Ja, ich dachte... Das heißt, aber wir müssen noch... Das muss doch hier irgendwo sein, oder? Naja, laut Questmarker irgendwie Richtung Norden hier, aber... Ja. Das stimmt ja auch nicht so ganz, ne? Ja, was wir probieren könnten, wirklich, das ist eine gute Idee eigentlich. Hast du 5 Steine? Oi. Ich glaube aber, wir haben schon alle belegt, glaube ich. Ich habe auch keinen Stein, leider. Warte mal. Oh. Der macht Feuermagie. Okay, das ist gut. Und der hat auch 9 Miasma-Magie-Widerstand. Also eigentlich gut. 2 Mana-Regenerationen. Der wird mehr Damage machen, ne? 6 Feuerschaden. Ja, wir haben, glaube ich, schon alle Altäre. Wir können, glaube ich, nicht mehr machen. Altär. Ja, aktive Altäre 6 von 6. Wir haben schon alle aktiv. Wir müssen erstmal einen abbauen. Scheiße. Ja. Scheiße. Oh nein, das ist wieder so ein grüner. 2 grüne. Oh, wow. Oh, gut. Kannst du mal Tag werden, bitte? Warum ist denn mal so dunkel hier? Ich bin jetzt nicht sehr motiviert, weiterzulaufen. Oh, warte mal, Standort oben. Komm mal mit. Standort oben? Standort. Oh, fuck. Müssen wir da hinten rein? Boah, du, Erik. Also, ich wollte heute echt früher Schluss machen. Ich bin raus, ne? Tschüss. Bitte einmal die Lampen. Warum gehen die Lampen hier nicht an? Ach, du Heilige. Sieht einladend aus. Mhm. Ach du, boah, das sieht aus wie so ein Geisterschloss oder sowas. Voll geil. Ich wünschte, es wäre halt Tag, ne? Wobei das bei Nacht halt schon noch ein Ticken epischer aussieht, ne? Was? Titten epischer? Tacken. Tacken. Okay. Tacken. Burg Erstein. Oh, hast du noch Platz bei dir im Inventar? Guck mal rein da. Ich muss leider erstmal wieder gucken, was ich wegballer. Den Schutt kann ich erstmal
Trank der Brut. Was macht der denn? So, löschen, zerlegen. Bei dem weiß ich noch nicht genau. Was haben wir hier für einen? 32 Kraft. Spirituell. Mana-Regeneration, 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 Mana-Regeneration. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht. Unterholz-Magie-Stab. Obwohl, ist besser als erhöhe das maximale Mana um 1. Irgendwie ist der besser, ne? Viermal spirituell und einmal Mana-Raub ist, glaube ich, besser. Hab das Gefühl, der ist, der kann mehr für uns tun. Standort oben. Tobias, wie kommen wir jetzt nach oben? Wir bräuchten Licht, habe ich das Gefühl. Du, das ist jetzt, ich muss da jetzt nicht unbedingt hoch, ne? Hä, aber Standort oben, Tobias. Überleg doch mal. Das heißt, dass der Standort oben ist. Ist da eine Tür? Oh Gott. Ah. Das ist vertrauenserweckend. Weiß nicht. So, Standort oben. Ich meine, was soll schon passieren? Aha. Hallo? Oh. Warum ist hier oben ein Respawn-Punkt? Welchen Grund könnte das haben, Tobias, dass hier oben auch nochmal ein Respawn-Punkt ist? Ach, Erik. Das weiß man doch. Hm? Ich bin ein bisschen verunsichert. Da, Standort oben. Aber wahrscheinlich nicht hier oben, ne? Hier ist ein bisschen ekelhaft, die Decke. Ich denke schon, dass wir da oben rein. Oh Gott. Weißt du, die alte Bäuerin, wir sollen ein fucking Lagerfeuer holen mit dem Top. Und dafür müssen wir auch nach Castle Grayskull oder was? Von allen Dingen. Normales Bauernleben, oder nicht? Oh, guck mal hier, das sieht schon hart geil aus. Boah. Wow. Also Map-Design technisch auch krass, oder? Ja, mega. Jetzt würde ich mir auch wünschen, dass ein bisschen Tag ist vielleicht. Aber sieht schon geil aus. Können wir im Sitzen vielleicht die Zeit vorspulen? Nee, ne? Nee, da kommt nur ausgeruht. Und sitzen. Gibt es irgendwo Wärme hier? Nee, ne? Was ist das denn? Oh. Erik, an meiner Brust, komm, mein Herz spendet Wärme. Ich würde mich gerne auf deine Brust setzen, Tobias. Klar, die ist auch groß genug. Was ist das hier? Oh, schon wieder eine Truhe, oh nein. Magie, nichts für dich, Tobi. Da war nur Magie drin. Kommt man hier rein? Erik, wir müssen ja, glaube ich, runter, ne? Aber das sieht nach einer Arena aus. Warte mal. Moment. Stopp. Was steht denn da oben rechts? Wo sitzt... Oh! Was? Aber deine Waffe ist kaputt. Richtig. Und meine Motivation plötzlich auch. Ha. Ich meine, wir könnten es mit der Zweihandwaffe probieren. Da vorne ist ein Spawnpoint, ne? Erik, das hat doch jetzt auch keinen Sinn. Moment. Wollen wir sehen, ob es einen Sinn hat. Schafft ihr schon? Die wird schon irgendwo festbacken, sag mal. Als ob das unsere Strategie ist, unsere ganze. Ja. So Frechheit. Okay, gut gehackt, das kann ja wohl nicht sein. Ich hab das Gefühl hier. Ne, hier kommt man auch nicht rein, oder? Sah für einen kurzen Moment so aus, als wäre hier noch irgendwas. Okay. Ja, okay, aber mit kaputter Waffe bringt's halt nichts, ne? Wir sollten. Scheiße, wir können auch keine Flamme bauen. Ja, lass da runtergehen jetzt, komm. Wir hallern den weg. Bist du sicher? Ja, sicher. Das wollte ich mich gerade vorschlagen. Ich könnte mich theoretisch, oder du könntest dich wegteleportieren, deine Waffe machen, einen Altar irgendwo abbauen. Ja, ich muss halt hier warten, ne? Aber hast du alles, um einen neuen Altar zu bauen? Ich brauche halt 5 Steine dafür. Die kriege ich hier bestimmt irgendwo zusammen. Oder du bringst 5 Steine mit, keine Ahnung, von der Base. Gut, ich kann ja dann aber, komme ja dann erstmal nicht her. Du musstest ja dann erst den Altar bauen, bis ich mich hierher porten kann. Also müsstest du die Sachen ja schon haben.
vorher. Weißt du, was das ich mein? Ist sogar noch cleverer. Wo krieg ich denn hier 5 Steine her? Hier unten gibt's die bestimmt. Tobi, halt die Klappe. Ist hier nicht, sind hier nicht Steine dabei, wenn du das hier abbaust? Ach, hier in der Stadt? Kann man hier in der Stadt... Doch, vielleicht kann man hier was... Vielleicht kann man hier was bauen. Okay, hier ist nur Myzel. Nee, Tobi kann mir keine Steine schicken, weil ich dann so weit weg bin. Tobi? Tobi? Ja. Cool. Hast du eine Fackel noch? Warte. Ja. Hallo. Aha. Ich meine, das ist so gewollt, oder? Sonst wäre der Gang ja nicht da. Die haben den Gang schon eingebaut. Klar. Natürlich. Untergrab die Arena. Standort oben. Das wäre so cool, wenn es jetzt einfach... Oh, warte mal. Was ist denn hier? Tobi, was mache ich hier gerade? Ich weiß nicht. Ah, benötigt Schlüssel zu Burg Erstein. Ah, na gut. Ah, schade. Au. Aber, das hat ja jetzt nicht so gut funktioniert, wa? Aber trotzdem cool. Oh, da sieht doch noch was aus hier. Ja, wir brauchen Steine. So oder so. Also auch wenn wir nicht in der Stadt bauen können, Altar, wir brauchen aber trotzdem irgendwie einen Wegpunkt hierher. Schon geguckt, ob es hier irgendwo ein Dings gibt außenrum. Vielleicht ein Turm, den wir noch holen könnten oder so auf die Schnelle. Aber hier ist halt nichts. Nee. Aber wir könnten halt, ich meine, ich würde sowieso hier einen Altar bauen, oder? Ja, hier kann man schon mal wieder herkommen, glaube ich. Denke auch. Ich meine, die Stadt in einem Happen zu erkunden, ist, glaube ich, schon abenteuerlich genug. Da oben ist doch noch was. Ich habe auch keine. Das ist mies. Den kann ich löschen. Was denn? Ich bin nur geflatscht. Oh nein, schon wieder? Komm ich ja wieder hoch. Toti, geht's dir gut? Erik, das ist ja nicht lustig jetzt. Warum lache ich dann? Weil du diabolisch bist. Ja gut, das stimmt. Du ergötzt dich an meinem Scheitern. So. Hey, wieso komm ich da jetzt nicht mehr hoch? Was soll die Scheiße denn? Warum war dieser Turm hier so versteckt? Hier ist aber nichts drin. Hier ist so wirklich nur ein fetter Myzel drin. Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwie so ein super Secret. Tobi, ich warte hier auf dich. Ein bisschen zu... Benötigt Schlüssel zu Burg, verdammt. Aber warte mal, kann ich hier nicht... Ich kann doch hier abbauen, oder nicht? Warte mal. Bin ich hier schon runtergefallen? Vielleicht bin ich deshalb hier runtergefallen, um hier abbauen zu können. Wo bist du überhaupt? Erik, ich hab Stein! Oh, geil! Geil. Deswegen bin ich hier runtergefallen, natürlich. Das finde ich hervorragend. Kann ich irgendwas löschen bei mir? Alles hat einen Sinn. Tobi ist zu weit weg. Okay, dann kann ich nichts unterjubeln. Den Garten lösche ich mal. So. Jetzt möchte ich aber trotzdem gerne mal wieder da hochkommen irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich muss mal kurz... Ach, du Heilige. Du bist ja ganz weit unten. Ja, drück's mir doch rein. Tobi, du bist ganz weit unten angekommen jetzt. Ich weiß. Vom High Roller einfach komplett abgestürzt. Oh, hier ist eine Kiste. Die Frage ist, krass. Kannst du einen, ich muss mal kurz bequemer hinsetzen. Aua. Kannst du einen Altar der Flamme bauen? Au. Warte. Boah. Hui. Hä? Du hast es geschafft. Gut. Cool. Ja, klar. Du wolltest mich schon wieder auslachen, ne? Nein, ich hab nicht nur vorbeifliegen gesehen, so im Winkel, wie so eine Drossel im Sommer.
Oh, Stein, sehr gut. Ich gehe mich mal wegporten und mach mal so ein Ding irgendwo kaputt. Okay, sehr gut. Welchen soll ich denn kaputt machen? Irgendeinen, den wir nicht mehr brauchen, oder? Die wir noch nie angeflogen sind. Also zu Hause Stufe 1 bei Weizloh oder wo das da ist, würde ich nicht wegmachen. Da ist nämlich noch ein Fragezeichen direkt in der Ecke. Das meinst du, okay. Eigentlich Farm immer grün, oder? Ich guck mal kurz weiter. Oder warte mal, unter der Düster-Dickicht-Warte, da ist doch noch so ein Ding. Das kann man wegmachen. Unter der Düster-Dickicht-Warte? Nee, da gehe ich immer farmen. Ach so. Da haben wir echt eine gute Location dafür. Mist, hätte ich mal zu Hause nicht zwei Dinger gebaut. Ich guck gerade mal. Welches haben wir hier in der Nähe? Gar keins. Nee, leider nicht. Okay, also ich müsste die hier eins hinbauen, dann kannst du wieder dahin porten. Theoretisch. Theoretisch? Oh, Wegpunkt wollte ich gar nicht. Gut. Theoretisch. Ja, der beim Fragezeichen. Ja, ich meine, eigentlich können wir den weghauen. Der bei Weizloh, den können wir eigentlich weghauen. Da müssen wir halt nochmal zum Fragezeichen, aber einen längeren Weg. Aber eigentlich brauchen wir den nicht. Welchen jetzt? Den bei Weizloh. Und ja, ich weiß, ich kann von der Warte aus farmen, aber hier ist wirklich ein guter, das ist wirklich ein Top-Farming-Point. Da gibt's alles. Da gibt's also Erz, da gibt's Lehm und da gibt's diese Leuchtsteine. Der ist wirklich super. Weizloh, da wo das Fragezeichen ist, meinst du, ne? Genau. Da können wir eh nochmal hinlaufen. Okay. Komm gleich wieder. Okay, super. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo was bauen kann. Dazu müsste ich mal schauen, im Norden, im Süden, im Westen, im Osten, ich habe keine Ahnung. Du kannst vielleicht da, wo ich runtergefallen bin, hinter dem einen Turm, da wo ich Stein abgebaut habe, da könntest du was bauen, theoretisch gesehen. Glaube ich. Ja, das Problem ist, ich glaube, in der Stadt selber kann man nicht bauen, ne? Oder bei der Stadt. Ich weiß, das ist halt... Sagte man mir so. Weiß das nicht. Sagte man mir so, also ich müsste mal ausprobieren. Ich teste es mal. Wie baue ich denn die Flamme ab, sag mal? Spitzhacke? Ich glaube, du kannst, wenn du mit E drauf gehst, müsste irgendwo die Option sein. So, hier Flamme. Mycel. Hier kann nicht gebaut werden. Flamme tilgen. E und Flamme tilgen oder draufklicken und Flamme tilgen. Ah, okay, das geht dann automatisch weg, die Flamme irgendwann. Ja, genau. Okay. Okay, hier steht, hier kann nicht gebaut werden, nicht genug freier Platz. Ist zu nah an der Burg, also. Huch. Muss mal irgendwas anderes nehmen hier. Ich guck mal kurz, wenn ich... Ah, da hört die Stadt ja auch schon auf. Warte, Tobi. Ich glaube, da oben wäre es gut. Hier müsste eigentlich gehen, oder? Oh, Alter. Boah. Ich würde noch ein bisschen mehr Fläche suchen. So, hier ist eigentlich geil, ne? Also ich hoffe, wenn man hier spawnt, dass man nicht irgendwie runterfällt oder so. Hier würde gehen. Geht's noch weiter nach oben? So. Tobi, es hat geklappt. Ich komme. Der Spot ist echt nice. Grüß Gott, mein Land. Boah, Alter. Ich geh auch mal kurz reparieren, ja? Achso, ja, ich war noch gar nicht reparieren, siehst du? Achso. Okay. Stimmt, ich hätte ja zurückspawnen. Ja, das war ja sehr schlau von mir. Ja. Genau, und wir können. Ich mal Name Poti. Poti. Und ein paar Sachen wegbauen, ne? Also ins Inventar schmeißen. In die Kisten. Wäre, glaube ich, auch ganz smart von uns, wenn wir das machen würden. Oh nein, der hat auch wieder eine Quest für uns. So. Zugeschissen mit Quests. Ja. Prediges, Bruder. Ich hab gar nicht so viel Kram dabei, tatsächlich. Krass. Nee.
paar Bücher. Oh, das war hast du die Bücher noch? Wache des Nordens. Minus 30 Sekunden Miasma. Die Bücher habe ich noch, die habe ich, glaube ich, schon abgelegt. Habe ich schon abgelegt? Nee, habe ich noch. Kannst du mir ruhig geben, wenn du willst. Hast du Bücher? Ja, habe ich dir geschickt. Ah, super, dann habe ich schon abgelegt. Okay. Wir brauchen nur eine Werkbank graben, kann man die nicht so ohne Altar bauen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so easy kannst du keine Werkbank bauen. Also nicht da, wo nicht dein Gebiet ist. Naja, wir haben jetzt das Gebiet da, ne? Also müsste eigentlich gehen. Ja, wenn das gibt, also wenn du so einen Stein hast, kannst du da hinbauen, aber nicht einfach so in die Wildnis setzen, das geht nicht. Genau. Zwei Sachen, habe ich noch eine Idee? Wo waren das? Warte. Gib die Hose auch Tobi. Tobi hat mir die Hose gegeben. Tobi hat eine geilere Hose, glaube ich, ne? Als die Wache des Nordens. Ja, ich weiß, du wolltest die vergleichen, ob die geil ist. Aber hast du die mit deiner Hose verglichen? Weil du musst ja tanken, also für dich ist es wichtiger. Ja, nee, für mich ist die... Ich weiß nicht, was Gelegenheitsschaden ist, keine Ahnung. Nee. Hey! Wuhu! Die hat eigentlich nur plus 8 Ausdauerpunkte, also... Weiß ach, nicht. Da war das die. Ja, nee, das war der Helm, stimmt. Nee, ich brauch die nicht. So prall ist die nicht. Die Hose würde ich auch nochmal irgendwo hier vielleicht reinschmeißen oder so. Plupp. Und dann hier die Hose auch nochmal. Dann haben wir wieder zwei Köpfe. Die kommt zur Jägerin. Und steht der Typ da oben? Der mag das da oben. Ja. Das gefällt dem. Ist schön warm von unten. Ist wie eine Fußbodenheizung für den. War das nicht der Zwerg mit Komplexen? Ach so. Ich bin schon richtig groß. Okay. Gut. Warte, ich wollte was machen? Hey. Wollte ich die von ihm haben? Warte. Verbesserter Greifhaken? Nee, Gleiter wollte ich haben, ne? Leinen. Acht Leinen. Und Leinen habe ich, glaube ich, gemacht, ne? Ach nee, ich hatte keine Leinen wegen Flachs, aber der Flachs müsste jetzt fertig sein. Das war das. Wir wollten nicht auf den Flachs warten, ne? So. Ja, genau. Oh, wie geil das Flachsfeld aussieht. Tobi, guck das mal bitte an. Oh, warte, ich komme. Heidi. Oh, danke schön. Wow. Tobi, ich krieg was zu essen. Oh, danke schön. Oh, voll geil. Oh. Ja, geil. Ach so. Ja. Ich mein, was? Tobi, Tati hat mein Lieblingseis gekauft. Was sagst du dazu? Ich liebe diese Frau. Hast du nicht vorhin ein Fleischwurstbrötchen quer reingeschoben? Ja, das, die Tati mir heute auch gegeben. Warte mal. Warte mal. Liebe Grüße an Tati. Ja, die ist schon wieder raus. Ist kurz verschwunden. Achso. Hat mir kurz Nuggets reingereicht, auch noch. Oh, die riechen auch so. Was ist das für ein Eis? Ist das ein Fleischwursteis? Das ist ja mein Lieblingseis einfach. Nee, Magnum. Dieses Popcorn-Eis von Magnum. Oh ja, Magnum ist scheiße lecker. Ja, die ist leider viel zu gut. Aber früher war Magnum größer, oder meine ich das nur? Also, das sind die 500 Milliliter Dinger. Also diese großen Eimer quasi. Ah, okay. Achso, ich dachte Magnum ist dieses, Magnum an dem ist, wo du so am Stiel hast. Weißt nee, du, nee, 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 nee. Das sind diese wie Ben & Jerry, aber da gibt's halt, und die musst du mal probieren, Tobi, oder lieber nicht. Das sind die geilsten Sorten. Und das ist so ein Schokoeis mit, das hat so Popcorn-Karamell. Oh, das schmeckt so geil einfach. Boah. Ich kann nicht aufhören damit. Ich muss aufpassen. Eis ist schon geil, aber gefährlich. True, Tobi, true. Siehst du? Erich, ich habe uns noch ein paar geile Pfeile gemacht. Geil, dann hau ich mal den Flachs nei. So. Oh Gott. Ich würde mir das nach dem Stream so reinschieben, Tobi, ne? Andere Leute mit dem Fleischwurstbrötchen. Andere Leute haben so einen kleinen Löffel, aber ich wärme das so an den Seiten mit den Händen an, dass mir einfach flupp wie aus dem Blumentopf einfach in den Mund fällt. Oh. Oh, geil. So, was läuft hier durch? Oh. Okay, hier ist ein bisschen Flachs. Ja, gut, ich glaube, wir haben genug Setzlinge, oder? Ich kann direkt nochmal ein Flachsfeld machen. Ich baue nochmal schnell Flachs an. Wir können gleich wieder zur Burg. Aber ich dachte, das wäre eine gute Idee, wenn es direkt mal wächst. Hä? So, oder? Plam. Nicht nur Karamell, sondern Popcorn-Karamell. Und das schmeckt auch so.
Es schmeckt wie die geilen. Kennst du im Kino, wenn du so einen Popcorn-Eimer kaufst und manchmal hast du diese Popcorn-Stücke, die so richtig karamellig sind, die einfach so eine Außenschicht haben aus Karamell? Ja, die viel zu selten da drin sind. Ja, ganz genau die. Und so schmeckt das Eis. Boah. Also wie, da sind schon Stücke davon drin. Oh, nom, nom, das muss ich dann noch googeln. Ist das ja. Karamell-Popcorn, ne? Genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Sorte heißt. Oh. So. Star Chaser? Oh, meine Kamera. Ja, Star Chaser, genau das ist es, genau. Genau das ist es. Aber ich finde das hier nur überall am Stiel. Das gibt's auch. Ach, hier gibt es auch ins Töpfchen. Ah, okay. Oh ja, Tobias, oh ja. Huch. So. Gold Karamell Billionär. Wäre das nicht was für dich, Erik? Das esse ich in meinem goldenen Maserati. Den Montags-Maserati oder den Dienstags-Maserati? Ja, warum sitzt das denn hier nicht? Hä? Okay, weird. So. Brav. So. Geil. Ich muss mich nochmal richtig hinsetzen gerade. Ja, kenn ich. Ich merke, je öfter ich am Stück streame, oh, das war falsch, desto schwieriger wird es, eine gute Position zu kriegen. Bei einer Firma. Nein, auf dem Stuhl. So. Okay, Mais ist ja auch durch eigentlich, ne? So. Kann ich mir noch schnell Mais holen? Den Mais mache ich jetzt auch mal. Maiskolben 3 pro Pflanze. Ui, ich dachte, Mais wird schwierig zu kriegen. Hä, das ist ja wie bei 7 Days. Ja. Hä, geil. So, gleich ist der Night wieder real. So. Ich hau mir jetzt einen Mais. Okay, das mit dem Mais ist aber geil. Weil, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir Honig anbauen können. Tobias, gib dir Mais. Oh, Alter, habe ich viel Mais. Okay, das ist zu viel. Erik, ich... Oh. Oh nein, er stirbt schon wieder. Ich muss hier gerade mal... Das war so gut einfach. Ist Tobi wirklich am Mais durchfall gestorben? Derjenige kann die Frage doch nicht wirklich ernst gemeint haben. Weiß ich nicht. So, hier ist das drin. Da ist noch eine leere. Hat man nicht noch eine leere Kiste? Offenbar nicht. Wollte gerade eine Maiskiste machen. Okay, ich habe noch 20, 40 Honig. Und jetzt kann ich doch damit... Warte mal, Tobi. Müsste doch gehen. Warum ist das rot? Was fehlt denn dafür? Plus 7 Ausdauerregeneration für 5 Minuten. Poserrimmel, Alter. Warum geht das nicht? Was für... Ach, die Feuerstelle brauche ich dafür. Oh, leck mich doch. Ich wollte jetzt genau das machen. Och Mann. Plus 3 Geschick. Plus 5 Gesundheit Wiederherstellung für 35 Minuten. Mit einem Kamillentee, Tobi. Der ist es. Ich will einen Kamillentee. Und die kann man bestimmt stacken, ne? Also wir können Kamillentee, wir können Popcorn mit Kamillentee runterspülen. Geschick auch gut, klar. Aber Waldrübe, Wasser und Salz. Hm. Ja, die Feuerstelle, die brauchen wir halt leider. Okay. Die Feuerstelle müssen wir jetzt halt holen, ne? Weil die will ja ihre spezielle Feuerstelle, weil... Oh, ich bin die liebe Frau Bäuerin. Ich kann nur mit der einen Feuerstelle kochen, die auf Castle Grayskull liegt. Ja? Willst du mal meine Waldrübe sehen? Tobias, zeig doch mal deine Waldrübe. Du hast da ein Myzel hängen. Ich find's gut, wie reif wir einfach sind.